John, der Internetstar. Frühstück, die allerwichtigste Mahlzeit des Tages. Außer natürlich Mittagessen, Nachmittagsimbiss, Abendimbiss, Mitternachtsimbiss, 1:30 Uhr morgens Imbiss, 2:15 Uhr morgens Imbiss. Wenn du mein neues Smartphone kaputt machst, werde ich echt sauer, Garfield. Smartphones sind doch was Tolles. Man kann Musik hören, Fotos machen, Filme drehen, im Internet surfen. Und wer weiß, vielleicht können sie ja eines Tages sogar kochen. Zum Beispiel Lasagne. Udi jagt seinen eigenen Schwanz. Ein Knüller fürs Internet. Und Cut. Sehen wir es uns gleich an. Dieses Video werde ich jetzt sofort mal ins Internet stellen. Dann haben alle ihren Spaß daran. Das wird klasse, echt krass. Das wird John sicher freuen. Wow, mein Video von John hatte fast 1 Million Klicks in nur 20 Minuten. Nein. Aber es muss doch hier irgendwo sein. Puh, fast hättest du es vermasselt. Ich muss Udi mal eine Weile loswerden. Hey, Udi, willst du spielen? Sieh nur. Holz! Das sollte ihn bis zur zweiten Hälfte der nächsten Folge beschäftigt halten. Also, ich brauche ein neues Video von John fürs Internet. Los, John, bitte tu jetzt etwas Dummes. Ach, bitte, John, tu schon etwas Dummes für mich. Dann mache ich jetzt mal Essen. Erwischt! Einfach toll! Ich muss ja auch noch einkaufen. Ich nehme das Auto. Das ist bis jetzt kein sehr guter Tag. Und Cut. Das muss ich sofort ins Internet stellen. Hallo? Oh, hi Liz. John, hast du heute einen schlechten Tag? Um genau zu sein, ja. Woher weißt du das? Nun, sieh dir doch mal die Nachrichten im Fernsehen an. Oh, und steht unsere Verabredung noch heute bei Vito essen zu gehen? Natürlich. Gut. Wenn Sie gerade erst eingeschaltet haben. Hier ein paar Videos von sehr lustigen Missgeschicken, die heute ins Internet gestellt wurden. Das Ganze nennt sich die Arbuckle-Chronik. Und wurde in den letzten 12 Stunden mehr als 50 Millionen Mal angeklickt. Das warst du, Garfield. Und du hast es mit meinem Smartphone gefilmt. Tu nicht so. Ich will jetzt sofort mein Smartphone wieder haben. Hey, lass dieses Spielchen sein.
Ich wähle jetzt die Nummer von meinem Smartphone. Boah, wow, wie das wohl da reingekommen ist. Das findest du wohl auch noch witzig, hä? Darüber sprechen wir später noch. Jetzt bin ich mit Liz zum Essen verabredet. Oh, der war aber wirklich sauer. So wütend habe ich John noch nie gesehen. Das würde ich echt liebend gern aufnehmen. Komm, wir folgen ihm. Hey, ist das da nicht der dumme Mann, den wir eben im Internet gesehen haben? Ja, das war er. Hoffentlich fällt Ihr Auto nicht wieder auseinander. John Arbuckle, ich möchte Ihnen danken. Mir danken? Wofür? 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 Für Ihre Videos dafür. Endlich bin nicht mehr ich die größte Lachnummer im Fernsehen. Mann, ich dachte immer, ich würde dumm wirken. Aber dann habe ich Sie gesehen. Einfach köstlich. Fall nicht vom Stuhl, John. Such dir was aus. Du willst doch schließlich wissen, was du dir über die Hose kippst. Senior Arbuckle, willkommen. Und mein Bruder in Rom lässt Sie auch schön grüßen. Ihr Bruder in Rom kennt mich? Er hat mir die Links zu Ihren köstlichen Videos geschickt. Er sagt, jedermann in Italien lacht darüber. Ich meine, Nein, Sie lachen über mich. Ich bringe Ihnen jetzt eine Minestrone. Entschuldigen Sie? Sind Sie nicht der tollpatschige Kerl aus diesen Videos, die im Internet zu sehen sind? Ja. Sie sehen in diesen Videos echt ungeschickt aus. Würden Sie uns noch mal die Nummer mit dem Skateboard machen? Ja, sehr gut, ja. Schluss jetzt, mir reicht's. Ich hab genug. Ich gehe. Herrlich. Also, Sie sollten sich wirklich alle schämen. Über das Missgeschick eines anderen zu lachen. Für einen guten Scherz bin ich selbst immer zu haben. Aber es gibt nichts Witziges an einem Unfall oder wenn jemand hinfällt und sich vielleicht wehtut. Denn das ist ganz und gar nicht lustig. Oh je. Meinst du, ich bin zu weit gegangen, Odi? Na schön, ich mache es wieder gut. Ich meine, auch wenn John echt tollpatschig ist, ist er doch ein guter Mensch. Und sein Essen ist vorbildlich. Das hat er nicht verdient. Ich weiß, wie ich das wieder hinbiege. Du wartest hier. Ich brauche etwas. Oh ja. Als Katze kann man nicht viel besser aussehen als ich. Hey, Nörmel! Ich spreche gleich für eine Flohhalsbandwerbung vor. Schließlich bin ich das süßeste Kätzchen der Welt. Aber du bist nicht das berühmteste Kätzchen. Was soll das heißen? Ich bin nicht das berühmteste. Eben, dass du nicht berühmt bist. Du bist ja nicht mal so berühmt wie John. John? John, der Typ, der euch füttert, der ist doch nicht berühmt. Ach, meinst du, hä? Hör mal genau hin. Es gibt was Neues von John Arbuckle. Arbuckle, oh, der Name ist in aller Munde. Der ist rasenkomisch. Wie ist John denn so berühmt geworden? Ich habe Videos von ihm gedreht. Millionen Leute haben die gesehen. Oh, wow. Gleich Millionen von Leuten. Garfield, könntest du auch ein Video von mir drehen? Bitte, bitte, bitte. Na ja, vielleicht kann ich da was für dich tun. Überlass die Sache einfach nur mir. John Arbuckles 15 Minuten des Rums sind jetzt wohl vorbei. Oh, das ist auch gut so. Eine neue Internetsensation hat die Welt im Sturm erobert. Nörmel, das Dümmste. 120 Millionen Klicks in den letzten 24 Stunden. Stellt euch vor, ich habe so gelacht, dass mir eine Rippe gebrochen ist. Oh,
Armer Nörmel. Andererseits spricht jetzt keiner mehr über mich. Hi, Nörmel. Bist du schon bereit für unseren nächsten Videodreh? Hast du noch alle Zehen an der Pfote? Hm? Du hast mich total lächerlich gemacht. Ich habe ausgesehen wie ein Idiot. Ich trete niemals wieder in einem deiner blöden Videos auf. Gut, wie du willst, Nörmel. Komm, Odi, dann lass ich dich eben dumm aussehen. Ach, kaum zu fassen, dieser Garfield. Frechheit zu glauben, dass ich noch einmal in einem seiner dummen Videos mitspielen würde. Abigail, ist das nicht das Kätzchen aus dem Video? Allerdings. Das ist Nörmel. Nörmel, du warst ganz toll in dem Video. Wirklich? Ein echter Hit. Ach, spitze deine Videos. Hey, das ist Nörmel. Kann ich einen anderen? Nörmel! Großartig! Nörmel! Wo will er denn hin? Komm schon, mach irgendwas Blödes, Odi. Ausrutschen oder in den Matsch springen oder sowas. Es ist sinnlos. Er ist viel zu langweilig. Lass die Kamera weiterlaufen, Garfield. Woo! Ich spiele wieder mit. Hm? Hier, trag den albernen Hut und spring in den Matsch. Siehst du? Oh, und dann falle ich von einem Baum. Oh, oder ich schminke mich wie ein Clown. Nörmel hält sich jetzt für die berühmteste Katze der Welt. Aber wir wollen mal nicht vergessen, nach wem diese Serie hier benannt ist. Oder ich führe einen richtig dummen Tanz auf. So etwa. Die Hexenbraut. Tut mir leid, Odi. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit zum Spielen. Liz kommt heute Abend zum Essen. Sie hat Geburtstag. Ich muss ihr was Besonderes bieten. Sie beklagt sich nämlich immer, dass wir an ihrem Geburtstag nie irgendwas Tolles tun. Ich habe einen Karotten-Sellerie-Salat gemacht. Ah, ja, aber der stand doch eben noch hier auf der Platte. Hm? Ah. Ein wenig Salat? Garfield! Der Salat ist dir wirklich gut gelungen. Der war für Liz Geburtstagsessen heute Abend gedacht. In meiner Nachbarschaft wohnen wirklich ausgesprochen interessante Menschen, Winona. Das Haus hier vorne, also das gehört einem Mann namens John Arbuckle. Aber seine Nachbarn nennen ihn nur den Kerl mit dem Kater. Und was tut dieser Mann so? Und der Kartoffelauflauf war für 6 Personen gedacht und nicht für einen Kater. Das hier macht er zum Beispiel sehr oft. Oh. Hi, Mrs. Cauldron. Haben Sie Garfield gesehen? Bitte nicht verraten. Bitte nicht verraten. Ich, nein, leider nicht. Danke, Mrs. Cauldron. Mr. Arbuckle, ich möchte Ihnen gern meine Nichte Winona vorstellen. Sie wird diesen Sommer über bei mir wohnen. Sehr erfreut, Winona. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, Mr. Arbuckle. Nennen Sie mich ruhig John. Ich habe leider keine Zeit zu plaudern. Ich koche. Oh, aber ich bitte Sie. Auf Wiedersehen, Mr. Arbuckle. Oh, ich meine John. Ich kann dich verstehen, Garfield. Ich mag Kartoffelauflauf auch sehr, sehr gern. Und jetzt komm, Winona. Ach, das ist Mrs. Cauldron. Sie war schon in der letzten Staffel. Damals dachte ich noch, sie wäre eine Hexe. Wieso? Keine Ahnung. Vielleicht ist es die Stimme. Die erinnert mich an ganz viele Hexen, die ich aus Zeichentrickserien kenne. Hör zu, wenn du deine Zaubertränke zubereitest, musst du sie über echtem Feuer erhitzen und nicht in die Mikrowelle stellen. Das funktioniert nämlich nicht. Ach, diese Jugend von heute. Winona, sag mal, hörst du deiner Tante überhaupt zu? Hm? Oh, entschuldige, ich dachte gerade an Mr. Arbuckle. Der hat dir wohl gefallen. Oh, gefallen ist gar kein Ausdruck, dieser Mann ist mein zukünftiger Ehemann. Klar. Ja, ich werde ihn heiraten. Nimmermehr! Aber vergiss mir deine Studien nicht. Wenn du deine Zaubersprüche nicht lernst, wird niemals eine richtig gute Hexe aus dir. Ich halte jetzt ein kleines Schönheitsschläfchen und du beschäftigst dich so lange mit deinen Zaubertränken. Wenn's denn unbedingt sein muss. Darf ich in die Zauberschale der allwissenden Weisheit schauen? Ja, sicher. Das ist schließlich auch viel billiger als Kabelfernsehen. Aber rühr mir nicht mein Buch mit den Zaubersprüchen oder meinen Besen an. Ich möchte jetzt auf der Stelle meinen Liebsten sehen.
John Arbuckle? Ich hab dir dein Lieblingsessen gekocht, Liz. Ach, John, du bist wirklich immer wahnsinnig nett zu mir. Aber für dich ist doch nichts gut genug, Liz. Sie darf ihn nicht haben. Er gehört mir. Und zwar mir ganz allein. Nimmer mehr. Ich werde ihn entführen und ihn dann in den Turm der Hexerei bringen. Die Hochzeit findet noch heute statt. Nimmer mehr. Du hirnloser Rabe, sagst du eigentlich niemals etwas anderes als nimmer mehr? Nimmer mehr. Eigentlich sollte ich mir Tantchens Buch und den Besen ja nicht ausleihen. Aber dies hier ist ein Notfall. Dieses Lachen muss ich dringend noch üben. Und jetzt bringen wir den Geburtstagskuchen rein. Wer sind Sie? Die zukünftige Mrs. John Arbuckle. Was? Ich verstehe nicht, was das... Hören Sie, Sie glauben, dass er Sie heiratet, aber das wird nichts. Und wieso nicht? Weil Sie eine Maus sind. Eine Maus? Ja, nein, Momentchen, Matterhorn. Oh, Maus, Maus. Okay, hier steht es, Maus. Du liebes Bisschen. Und jetzt darfst du dir was wünschen, Liz. Wo ist Liz? Und wer sind Sie? Erinnern Sie sich nicht, John Winona? Oh, Liz ist nicht hier und die Gute ist jetzt sowieso eine Maus. Also wünsche ich mir was. So, jetzt habe ich einen Wunsch frei. Und mein Wunsch ist, dass Sie mich heiraten. Sag schon ja, könnte die einzige Chance sein. Einen Moment mal. Unsere Hochzeit wird noch heute im Turm der Hexerei stattfinden. Und da Sie viel zu groß sind, um auf meinen Besen mitzureiten... John! Jetzt seid ihr dran! Lauf, Odi! Das gibt's doch nicht! Eine Maus! Und was bist du, ein Zebra? Ich bin keine Maus. Zumindest bis vor 5 Minuten noch nicht. Also, das musst du mir jetzt schon genauer erklären. Lassen Sie mich runter! Ganz ruhig, John. Dies ist eben Ihre Bestimmung. Und jetzt heißt es auf in den Turm der Hexerei. Und dort werden wir endlich heiraten. Natürlich habe ich einen brillanten Plan, um John zu retten. Er muss mir nur noch einfallen. Sie könnte dir vielleicht helfen. Garfield, du kannst sprechen? Nur mit anderen Tieren. Und ich fürchte, zu denen gehörst du jetzt auch. Wie sollen wir nur eine ausgewachsene Hexe besiegen? Also, so ausgewachsen ist sie noch nicht. Sie ist in der Ausbildung. Ja, der Besen und das Buch gehören ihrer Tante. Und ich wette, das Tantchen weiß nichts davon. Kommt mit! Du musst mit ihr sprechen, Liz. Was soll ich denn sagen? Sag ihr, ihre Nichte hat sie beklaut und frag sie, ob sie wirklich einen Comiczeichner in der Familie haben will. Ich hab ihr gesagt, sie soll das Buch mit den Zaubersprüchen nicht anrühren und meinen Besen auch nicht. Sie darf John nicht heiraten, Mrs. Cauldron. Eins weiß ich. Ich will auf gar keinen Fall einen Comiczeichner in meiner Familie haben. Nimmermehr. Meine ungezogene Nichte hat meinen Besen gestohlen. Also muss ich wohl oder übel den Staubsauger nehmen. Wer will mich begleiten? Ich. Ich auch. Ich gehe lieber zu Fuß nach Haus. Ich habe Flugangst, besonders wenn ich auf Haushaltsgeräten mitfliegen soll. Wir müssen uns beeilen. Im Turm der Hexerei ist so eine Hochzeit blitzschnell passiert. Viel Glück, das braucht ihr. Und du tust echt den ganzen Tag nichts weiter als nimmermehr zu sagen? Naja, viel mehr Text kann ich mir leider nicht merken. Es würde mich mit Stolz erfüllen, deine Hochzeitszeremonie durchzuführen, Winona. Aber wen willst du denn eigentlich heiraten? Ihn. Ach, wie süß. Und auch praktisch. Dein zukünftiger Ehemann hat ganz genau die richtige Größe, um oben auf eure Hochzeitstorte zu passen. Darf ich auch mal was sagen? Es kommt drauf an, was. Auf jeden Fall ist es etwas überaus Passendes. Dann ist es ja gut. Also sag schon, was du sagen willst. Hilfe! Da ist er! Da ist der Turm der Hexerei. Aber da fällt mir was eines. Es gibt da leider ein klitzekleines Problem. Was denn für eins? Das Stromkabel von diesem Flugstaubsauger ist nur 1000 Kilometer lang. Bis
Bis zum Turm der Hexerei sind es 1000 Kilometer und 20 Zentimeter, befürchte ich. Was tun wir jetzt? Wenn jemand dagegen ist, dass dieser Mann und diese Hexe im magischen Bund der Ehe vereinigt werden, dann möge er jetzt sprechen. Nützt es etwas, wenn ich dagegen bin? Nein, gar nicht. Sofort aufhören! Wir sind hier, um diesen Mann vor der Ehe mit einer Hexe zu retten, die er nicht will. Was haben wir denn da für Eindringlinge? Nun, meine Damen, was schlagen Sie vor? Insekten? Statuen oder Frösche? Also gut, die Frösche sollen sein. Hey, was beschwert ihr euch? Ich hätte euch auch in kleine Mistkäfer verwandeln können. Okay, wir sind also Frösche. Die richtige Zunge hat Odi ja schon. Hallo? Könnten wir jetzt wohl bitte mit der Hochzeit fortfahren? Aber sicher. Wenn jemand dagegen ist, dass ich dieser... Ich bin dagegen! Ich erhebe Einspruch gegen diese Zeremonie. Meine Nichte ist nämlich noch gar keine richtig ausgewachsene Hexe. Nein? Aber sie hat doch den Besen und auch das Buch bei sich. Die habe ich meiner Tante geklaut. Was? So eine Frechheit! Wenn sie keine ausgewachsene Hexe ist, dann darf sie auch nicht heiraten. Lass dein Haus auf sie fallen! Ruhe! Das ist doch gar nicht mehr zeitgemäß. Tut mir echt leid, Tantchen. Ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Ich fand den Kleinen einfach nur so niedlich. Darüber sprechen wir später noch, mein Kind. Zuerst lässt du dir besser mal die Augen untersuchen. Verzeihung, könnten Sie mich wohl bitte, naja... Ja, und könnten Sie uns auch wieder zurückverwandeln? Oh, ich kann sogar noch viel mehr tun. Ich kann alles wieder so herstellen, wie es vorher war. Und wenn ich dann noch all eure Erinnerungen auslösche, dann wisst ihr gar nicht mehr, was hier eigentlich passiert ist. Simsalabim! Blas die Kerzen aus und wünsch dir was. Na schön. Odi, hast du nicht auch das Gefühl, irgendwas ist, ich meine, naja, Ach, vergiss es. Und? Was ist dein Wunsch? Mein Wunsch ist, dass wenigstens einmal etwas richtig Interessantes an meinem Geburtstag passieren soll. Pass auf, was du dir wünschst, Liz. Hey, wir waren nicht alle dort, um unsere Erinnerung auslöschen zu lassen. Das Geheimnis der goldenen Katze, Teil 2. Garfield, Odi! Und geht's für mich wieder nach Abu Dhabi? Nein, wir drei sind auf dem Weg nach China. Und dann gehört die goldene Katze ganz Ihnen. Tada! Stopp! Eine goldene Katze sieht aber anders aus. Wollt ihr die verkaufen? Meintet ihr das damit? Ich traue meinen Augen nicht. Wo, sagt ihr, habt ihr sie gefunden? Ich weiß, es klingt verrückt, aber dieser Kater und der Hund haben sie mir gegeben. Ich kenne eine verrückte Operndiva, die für diese Statue viel Geld bezahlen würde. Wärt ihr mit 10.000 zufrieden? 10.000? Davon kann man bestimmt eine Menge Dim Sum kaufen, würde ich sagen. Diese Statue hier ist mindestens 1.000 Jahre alt. Tut mir leid, wir verkaufen sie doch nicht. Danke für Ihre kostbare Zeit. Warte, komm zurück. Wie wär's mit 20.000? Komm zurück. 30. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich weiß wirklich nichts. Hallo, ja? Ja, ich bin es. Bella Bellissima. Ich weiß, wer Ihre goldene Katze hat. Aber die Information ist nicht gratis. Geld spielt hier gar keine Rolle. Reden Sie! Nein, ich habe weder Garfield noch Odi gesehen. 24 Stunden sind sie weg. Das sind 18 Mahlzeiten. Und Nörmel ist auch verschwunden. Hallo? Zwei Katzen und ein Hund? Sie haben sie gesehen? Von wo rufen Sie denn an? Shanghai? Und wo ist das? Ach ja, China. Das wusste ich. Gut, dann komme ich vorbei und suche sie. Danke.
Ich habe doch gestern erst ein Eilpaket von hier nach China abgeschickt. Tja, das erklärt es dann wohl. Ich hol gleich mal meine Autoschlüssel. China! Weißt du eigentlich, wie viel Dim-Sum wir mit diesem Geld hätten kaufen können? Ganz sicher genug für einen Mo. Eine Woche. Wisst ihr, was mein Name Dingbang hier in China bedeutet? Beschützer deines Landes. Diese Statue ist mindestens 1000 Jahre alt. Sie ist ein Nationalheiligtum und gehört in ein Museum, wo mein Volk sie bestaunen kann. Und nicht in die Privatsammlung irgendeiner gierigen Kunstsammlerin. Kommt mit, ihr könnt heute im Restaurant meines Onkels schlafen. Und ich bin sicher, ich kann euch auch noch ein bisschen was zu essen. Steig ein! Hey, loslassen! Haben Sie nicht gehört? Nehmen Sie die Pfoten von ihm, sonst... Und ihr kommt auch mit! Eine Katze! Nach all den Jahren des leidenschaftlichen Sehnens gehört sie endlich sie mir! Sie gehört zum großen Erbe Chinas! Damit kommen sie niemals durch! Mach dich doch nicht lächerlich! Ich handle jetzt schon seit Jahren mit gestohlener Kunst und das überaus erfolgreich. So habe ich auch mein Vermögen gemacht. Aber wieso denn ausgerechnet dieses Stück? Ich sage es dir! Diese Katze ist der Schlüssel zum Schatz des, Waldo, ich kann mir diesen langen Namen einfach nicht merken! Fu Changlong. Hier, ich erkläre es Ihnen wohl jetzt zum 10. Mal. Nach den alten chinesischen Überlieferungen ist Fu Changlong der Wächter der verborgenen Schätze. Und die Statue der goldenen Katze kann einen in die tiefe Höhle führen, wo Fu Changlong seinen wertvollsten Schatz aufbewahrt, den größten Diamanten aller Zeiten. Der Schatz des Fu Changlong ist nur eine Legende. Mein Onkel hat mir die Geschichte immer zum Einschlafen erzählt. Der Schatz existiert? Und wenn ich ihn erstmal in die Hände bekomme, dann bin ich endlich reich genug, um mir meinen allergrößten Traum zu erfüllen. Waldo de Dios, seht euch das an. Die Bella Bellissima Konzerthalle mit einer riesigen Statue von mir und 500.000 Plätzen. So können Millionen von Menschen meinen unvergesslichen Arien lauschen. In der Metropolitan Oper wollte man sie nicht singen lassen. Ich würde sie nicht mal in einem Horrorfilm singen lassen. Spasiba. Waldo, ab mit den dreien in den Lagerraum zu unserem anderen Gast. Siam, Tiam, behaltet sie im Auge, bis ich weiß, was ich mit ihnen tun werde. Mann, bei dem Pech, was ich gerade habe, ist dieser andere Gast höchstwahrscheinlich Nörmel. Garfield? Sag ich doch. Hey, ist dieses süße Kätzchen da ein Freund von euch? Freund? Wir müssen verhindern, dass diese Verrückte den Schatz des Fu Changlong findet. Den Schatz von wem? Wer ist das? Das erkläre ich später. Jetzt müssen wir erst mal sehen, wie wir an diesen zwei fiesen Siamwachen vorbeikommen. Ich habe eine Idee. Hört zu, Leute. Na schön, Udi. Du lenkst sie also erstmal ab, verstanden? Also Ballett fand ich schon immer langweilig. Besonders, wenn es von Hunden getanzt wird. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ja. Ihr seid echt klasse. Uralte Legende besagt, dass die Statue zum Schatz führt. Ja, haben Sie schon eine Karte in ihr gefunden? Im Inneren der Statue befindet sich keinerlei Karte. Ärgerlich, sehen Sie genauer nach. Unsere Statue, da! Die Tür ist versperrt. Ich will meine Statue zurück! Fang! Kommt sie! Nörmel, mach dich mal nützlich. Ja. Tut mir leid, Kumpel. Ja? Gib mir meine Statue. Blair. Nein. Los, hier lang. Mir nach. Aus dem Fenster? Aber wir sind hier im 50. Stockwerk. Ich will meine Statue. Da bleibt uns jetzt wohl keine große Wahl. Ich springe noch nicht aus dem 50. Stockwerk.
davon! Gut festhalten! Haltet an und gebt mir meine Statue zurück! Sie holen uns ein! Steht's oben auf. Was riecht denn hier so eigenartig? Wieso siehst du mich dabei so an? Was ist das? Ein toter Igel? Eine Stinkfrucht. Hier nennt man sie die Königin der Früchte. Viele Leute mögen den Geruch nicht, aber sie sind gut für die Haut. Wirklich? Und wie sieht's mit Fell aus? Gut für die Haut, ja? Die perfekte Schönheitsmaske für Bella. Knapp daneben. Der Erste, der die Operntröte trifft, gewinnt. Voll erwischt! Gut gemacht, Leute! Worauf wartet ihr noch? Los! Ihnen nach! Was wollen Sie? Ich drehe hier nur ein Video. Das stelle ich dann ins Internet und ich wette, das werden sich Millionen von Leuten ansehen. Nun, ich bin der weltgrößte Opernstar, Bella Bellissima. Lauschen Sie nur der Herrlichkeit meiner Stimme. Ich komme morgen früh wieder. Dann überlegen wir uns, wie wir weiter vorgehen. Und was wir mit euch machen. Träumt süß, meine Freunde. Habt ihr das gesehen? Das reflektierende Mondlicht in den Augen der Katze erzeugt ein Bild. Der Kopf eines Tigers. Was kann das bedeuten? Und da steht auch etwas geschrieben. Der erste Schlüssel zum großen Schatz des Fu Zhang Long liegt verborgen in den uralten Gärten von Suzhou. Eine Schatzkarte? Das ist ja echt aufregend. Bis Suzhou sind es nur 50 Kilometer. Als erstes müssen wir morgen früh den Schlüssel finden, also schlaft euch gut aus. Ich weiß nur, dass Sie irgendwo in Shanghai sind. Aber Shanghai ist die größte Stadt Chinas. Sie hat 23 Millionen Einwohner. Ach, ich weiß. Wie soll ich in dieser Stadt nur zwei Katzen und einen Hund... Zwei Katzen und ein Hund waren gestern in eine wilde Verfolgungsjagd durch Shanghai verwickelt. Dieses Video wurde vor kurzem ins Internet gestellt. Das sind Sie. Das sind meine zwei Katzen und mein Hund. Nun, ich bin der weltgrößte Opernstar, Bella Bellissima. Lauschen Sie nur der Herrlichkeit meiner Stimme. Menschen, denen leicht schlecht wird, sollten sich folgende Darbietung vielleicht besser nicht anhören. Bella Bellissima? Vielleicht weiß sie ja, wo Garfield, Odie und Nörmel sind. Die Gärten von Suzhou wurden angelegt, um der Harmonie zwischen Kunst, Natur und neuen Ideen zu huldigen. Na toll, aber wo ist der Schlüssel zum Schatz von... Wie heißt der noch gleich? Kommen euch diese Katzen nicht auch bekannt vor? Die sehen genau aus wie unsere Statue. Da ist eine Lücke. Und ich glaube, da gehört unsere Statue hinein. Aber es passiert nichts. Nichts ist nicht gerade viel. Ja, du hast ein Geheimfach geöffnet. Hier steht, das ist eine Hälfte des Medaillons, das als Schlüssel zum Schatz des Fu Zhang Long dient. Die andere Hälfte des Medaillons wird vom alten Meister des Tempels auf dem Qinshangberg bewacht. Boah, der Qinshangberg? Das ist ziemlich weit von hier. Müssen wir etwa wieder mit dem Ding da fahren? Nein, nur keine Sorge. Die Fahrradrikscha lassen wir dieses Mal stehen. Da gibt es schnellere Verkehrsmittel. Danke fürs Mitnehmen. Gern geschehen, Cousin Bing Bang. Fortsetzung folgt. Der lange verschollene Lyman, Teil 1. Wisst ihr, Leute, es gibt vielerlei Arten, Lasagne zuzubereiten.
Ein berühmter italienischer Koch hat eine Sammlung von, unglaublich, über 22.000 verschiedenen Rezepten, wie man Lasagne zubereiten kann. Und sie sind alle gut. Die meisten Rezepte beinhalten geschichtete Pasta, Käse, Tomatensauce und Zwiebeln. Und natürlich Wurst. Vergiss die Wurst nicht. Jede erdenkliche Menge Wurst. Und natürlich wirklich jede erdenkliche Menge Wurst. Nein, ich werde das Stöckchen nicht werfen, damit du es zurückbringen kannst. Ich wiederhole, nein, nicht. Dann wollen wir doch mal eins dieser köstlichen Rezepte ausprobieren. Nein, bekommst du in deinen dummen Hundeschädel nicht rein, welche Idee hinter dem Wort Nein steckt? Ich werde das Stöckchen nicht werfen, damit du es zurückbringen kannst. Ich werde das Stöckchen niemals werfen, damit du es zurückbringen kannst. Niemals, niemals, niemals! Ich habe ein Niemals vergessen. Niemals! Und genau so verarbeitet man den Gorgonzola. Ah, dieser Hund hat Schuld, dass ich das mit dem Gorgonzola verpasst habe. Das ist der beste Teil. Hey, jeder Teil, bei dem es irgendwie um Käse geht, ist fantastisch. Hm? Abackel, Telefon! Nein, ich sitze hier nur und zeichne, Liz. Wieso? Im Fernsehen läuft gerade eine Sendung, die du bestimmt sehen willst. Ich habe jetzt aber keine Zeit. Ich habe einen Abgabetermin und Drusilla und Minerva kommen nachher noch vorbei. Und die außerdem Sendung dreht sich um den Zabadu. Den Zabadu? Den Infranistan? Soweit ich weiß, gibt es nur einen Zabadu. Und er lebt in Infranistan. Ich stelle sie sofort an. Vielen Dank, Liz. Jetzt schichten wir die köstliche Pasta in einem ganz bestimmten Muster auf. Ich weiß nicht, Leute, wieso ihr euch meine Serie ansieht, wenn so wunderbare Sendungen wie die da laufen. Entschuldige, Garfield, da läuft gerade eine Sendung, die ich unbedingt sehen möchte. Es ist kaum zu glauben, dass bis heute... Nicht ihr, Leute, ich... Natürlich nicht. Und dann die Tomatensauce mit etwas Oregano ab. Natürlich ist dein Pasta so wenig zu machen. Na schön, Garfield. Ich wollte eigentlich nicht darauf zurückgreifen, aber du zwingst mich, meine Geheimwaffe einzusetzen. Wirklich nichts wird mich davon abhalten, meine Lieblingssendung zu sehen. Minerva und Drusilla kommen auf einen Sprung vorbei. Minerva und Drusilla? Tut mir wirklich leid, aber ich muss diese Dokumentation sehen. Man kann viele faszinierende Dinge tun und jede Menge interessante Orte besichtigen in Franistan. Aber der Dschungel steckt natürlich voller Monster und sehr großer Gefahr. Nichts davon kann so gruselig sein wie Minerva und Drusilla. Wenn jemand was von mir will, ich bin für den Rest meines Lebens unter meinem Bett. Die berühmteste und gleichzeitig geheimnisvollste Kreatur in diesem Land ist natürlich der Zabadu. Nur wenige haben dieses Monster je gesehen, aber diejenigen, die es getan haben, werden den Zabadu nie vergessen. Wir waren im Dschungel und dachten, wir jagen vielleicht ein bisschen. Dann sahen wir ihn, er war 3 Meter groß und hatte überall Haare. Und sind Sie sich sicher, dass es der Zabadu war? Entweder er oder das Mädchen, mit dem ich beim Abiball war. Es war irgendwie so, als würde er die Tiere in der Gegend beschützen wollen. Aber ich konnte nicht dort bleiben und zuschauen. Es war ja immerhin ein riesiges, sabberndes Monster. Und Sie sind sich ganz sicher, dass es der Zabadu war? Tja, entweder er oder der Typ, mit dem ich auf dem Abiball war. Bislang ist es erst einem einzigen Team gelungen, den Zabadu zu filmen. Wir werden Ihnen diese Rarität später in der Sendung noch zeigen. Diese Aufnahmen haben einen Mann dazu bewegt, nach Franistan zu reisen. Dirk Dinkum, den mit Abstand berühmtesten Abenteurer Australiens. Es heißt, er ist noch nie einem Menschen oder einem Monster begegnet, dessen Pferd er nicht lesen konnte. Er besiegt jeden und alle. Die Leute haben wirklich schreckliche Angst vor diesem Ding namens Zabadu. Ich werde diesem Schrecken ein Ende setzen. Ich werde in diesen Dschungel gehen. Und ich werde nicht zurückkehren ohne den Zabadu. Tot oder lebendig. Onkel John? Geht mit dem Kätzchen spielen. Es ist vermutlich oben und versteckt sich unter dem Bett. Wovor habe ich eigentlich Angst? Es sind doch nur 2 kleine Mädchen. Soll ich den Rest meines Lebens damit verbringen, mich hier unter dem Bett vor 2 kleinen Mädchen zu verstecken? Nein! Ich werde nicht den Rest meines Lebens damit verbringen, mich vor 2 kleinen Mädchen zu verstecken. Was können die mir schon groß tun? Gleich werden wir es herausfinden. Zieh mir was Geschicktes an, Tupir, sei schwach! Wie wir es mit einer Spülung für sein Leben? Ich bekomme das
Zappadu die Tiere des Dschungels irgendwie beschützen würde. Aber das ist Dirk Dinkum völlig egal. Ich meine nun mal wirklich, wovor müssen Tiere denn beschützt werden? Zwillinge! Tiere müssen vor Zwillingen beschützt werden! Hey, ich weiß, dass es wirklich gemein ist, aber entweder erwischt es ihn oder mich. Und ich zieh's vor, dass es ihn erwischt. Tja, Dirk Dinkum hat tatsächlich noch nie bei einer Mission versagt. Wird der berühmte Abenteurer Dirk Dinkum erfolgreich sein, wo andere versagt haben? Kann er den schwer aufzuspürenden Zappadu finden? Wenn ich's nicht schaffe, dann schafft's keiner. Aber ich schaff's. Dirk Dinkum versagt niemals. Schau an, Dick John! Ja. Was guckst du denn da? Nur eine Sekunde, bitte. Wie schon gesagt. Bisher sind erst einem Kamerateam Filmaufnahmen gelungen vom wahrlich grauenerregenden Zappadu. Wir zeigen Ihnen diese Sensation gleich nach einer kurzen Unterbrechung durch. Ungefähr 900 Werbespots. Leute, seid ihr... Das ist eine Sendung über eine Kreatur in Franistan namens Zappadu. Die heißt Zappadu? Das ist dieses Monster, das praktisch nie jemand sieht. Ja, und ich habe ein ganz spezielles Interesse an ihm, denn... Oh! Ja, ich hatte mal einen Freund. Er war mein bester Freund, um genau zu sein. Er ist dorthin gereist, um den Zappadu zu fotografieren. Wow, das ist aber gefährlich. Ja, allerdings, ich habe ihn nie wieder gesehen. Oh, das ist ja echt schrecklich. Das ist wohl wahr. Sein Name war Lyman. Lyman hat Odie gekannt. Lyman war mal der Besitzer von Odie. Kommt mit, ich erzähle euch bei Milch und Keksen alles über ihn. Ja. Ich hab gedacht, Odie gehört dir. Tja, jetzt wohl schon, schätze ich. Wisst ihr, Lyman war mein Mitbewohner. Er war ein toller Kerl, hat Tiere sehr geliebt. Ich hab ihn auf der Highschool kennengelernt. Dann sahen wir uns eine Zeit lang nicht. Aber eines Tages? Herrje, wer kann denn das sein? Hoffentlich jemand, der eine extra große Pizza liefert. Lyman! John, hey. Echt schön, dich zu sehen. Du hast dich kein bisschen verändert, muss ich leider sagen. John, hör zu, ich brauche eine Bleibe. Mir ist kalt, ich bin hungrig, ich fühle mich schwach. Nimm mich auf. Na klar, Lyman, du weißt doch, mein Heim ist auch dein Heim. Aber mein Katzenklo ist definitiv Sperrgebiet. Ist das alles, was du hast, dieser eine Koffer? Nur den hier. Und meinen Freund. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber das könnte ein Hund sein. Es dauerte eine Weile, bis Garfield begriff, dass er seinen Platz jetzt mit einem Hündchen teilen würde. Aber irgendwann akzeptierte er es. Langsam aber sicher wurde Garfield klar, es kann auch schön sein, einen Hund zu haben. Sieh sich nur einer diesen armen, würdelosen Köter an. Nur am Rumsabbern und komplett gehirnlos. Es ist einfach ekelhaft. Odie, du bist so niedlich. Hier ist ein Steak für dich. Wie sich zeigte, war Lyman ein ziemlich guter Fotograf. Er macht ein paar tolle Fotos von Garfield. Und jetzt schau hierher und sag Lasagne. Lyman, wieso tut Garfield auf allen Fotos nichts anderes als zu futtern oder zu schlafen? Vergiss ganz einfach die Frage. Ist schon geschehen. Eines Tages bekam Lyman ein Jobangebot. Er sollte dafür weit, weit wegfliegen, nach Franistan. Dort sollte er etwas fotografieren, den Zappadu. Glaubst du denn, dass es ihn wirklich gibt, den Zappadu? Für das, was die zahlen, schieße ich auch ein Foto auf dem King Kong und Godzilla Walzer tanzen. Hör mal, John, kümmere dich um Odie, während ich weg bin. Nein, ich kann dich nicht mitnehmen, Junge. Du bleibst schön hier und tust alles, was Onkel John dir sagt. Onkel John, sag ihm als erstes, dass er woanders wohnen soll. Hier,
Ich möchte, dass du meinen Glückshut trägst, auch wenn du ihn so hast. Wenn du Glück hast, werde ich ihn verlieren. Dennoch, danke. Und dann nahm er ein Taxi zum Flughafen. Und tja, das war das letzte Mal, dass wir ihn sahen. Man rief mich an und sagte, er sei verschollen. Er war allein in den Dschungel gegangen, um ein Foto von dem Zabadu zu machen und... Sollte in dieser Fernsehsendung nicht ein Foto von ihm gezeigt werden? Nein, ein Video, das vom Zabadu aufgenommen worden ist. Los, kommt mit! Ein Kamerateam aus Frankreich verbrachte Wochen im Dschungel, um Videoaufnahmen zu machen von der geheimnisvollen Kreatur namens Zabadu. Hier also, wie versprochen, die paar Sekunden Videomaterial, die sie von ihm schießen konnten. Wahnsinn! Da ist sie, der Zabadu! Man kann ihn ganz deutlich sehen. Glaubst du, dein Freund ist diesem Monster begegnet? Oh, das bezweifle ich. Ich bin nicht mal sicher, dass es diese Kreatur gibt. Aber wenn es sie doch gibt, dann hätte der gute Lyman vermutlich niemals... Onkel John! Ja, du erträgst einen Hut, Onkel John! Hat er Ähnlichkeit mit dem Hut, den du deinem Freund geliehen hast? Das da ist der Hut, den ich Lyman geliehen habe. Also, Sie sagen, Sie haben gehört, dass der Zabadu womöglich ein paar Menschen in seiner Gewalt hat und sie gefangen hält in seiner Höhle? Das wird behauptet. Und wenn es wahr ist, habe ich vor, dorthin zu gehen und sie zu befreien. Für einen Haufen Geld. Was bedeutet das? Das könnte bedeuten, dass Lyman doch noch am Leben ist und gefangen gehalten wird von einem... von einem Monster. Wir sind gleich wieder für Sie da, nach ein paar Werbespots, okay? Mann, das ist aber ein idiotischer Zeitpunkt für Werbung, echt. Der lange verschollene Lyman, Teil 2. Die berühmteste und gleichzeitig geheimnisvollste Kreatur in diesem Land ist natürlich der Zabadu. Er war mein Freund, um genau zu sein, mein bester Freund. Glaubst du denn, dass es ihn wirklich gibt, den Zabadu? Ich habe ihn nie wieder gesehen. Also, Sie sagen, Sie haben gehört, dass der Zabadu womöglich ein paar Menschen in seiner Gewalt hat und sie gefangen hält in seiner Höhle? Das könnte bedeuten, dass Lyman noch am Leben ist und gefangen gehalten wird von einem... von einem Monster. Es ist unglaublich. Lyman ist seit so vielen Jahren verschollen. Jeder dachte, man sähe ihn nie wieder. Und jetzt trägt dieses Monster in Franistan tatsächlich meinen Hut. Steht ihm jedenfalls besser, als er damals dir stand. Den Hut, den ich damals Lyman geliehen habe. Meinst du, dein Freund könnte noch am Leben sein? Meinst du, dass er vom Zabadu gefangen gehalten wird? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich unternehmen soll. John? Weiß tatsächlich nicht, was er unternehmen soll? Das ist ja mal was ganz Neues. Drusilla, Minerva, ich fahre euch beide jetzt nach Haus. Ich muss mich jetzt ganz auf diese Sache konzentrieren. Okay, Onkel John, das können wir verstehen. Das ist ein sehr rätselhaftes Geheimnis und eine Frage von Leben und Tod. In einem Moment wie diesem, Leute, kann man wirklich nur eins tun. Und es gibt natürlich auch Leute, die Pilze in ihrer Lasagne mögen. Das ist doch völlig verrückt. Die nehmen doch nur jede Menge Platz für Berge von leckerer Wurst weg. Tja, wenigstens ist es mir erspart geblieben, von den Zwillingen in irgendwelche albernen Klamotten gesteckt zu werden. Wieso musste ich Idiot das auch sagen? Also gut, bringen wir es hinter uns. Ich werde mir deine Pilze schmecken. Wir sollten ihn vielleicht das Fell haben. Ein bisschen Schmutz ist am wichtigsten. Er sieht wirklich ganz hinreißend aus. Sekunde, Garfield. Ja, sieh nur, wie gut du jetzt aussiehst. Natürlich sind sie nervig, aber sie haben recht. Irgendwie sehe ich echt fabelhaft aus. Was glaubt er eigentlich, wie ich meine notwendigen 14 Stunden Schlaf bekommen soll, wenn er das die ganze Nacht lang macht? Hey, ich weiß, dass du an Lyman denkst, aber könntest du das auch etwas leiser tun? Hey, im Namen all eurer Mäuse stelle ich fest, dass Garfields Anfrage ihre Berechtigung hat. Ich habe mir diese ganze Geschichte angehört über den Typen namens Lyman und dieses Monster namens... Zabadu. Was? Ich weiß auch nicht, wieso die es so getauft haben. Ihr müsst einfach losziehen und diesen armen Kerl retten. Ich? Mal eben nach Franistan fliegen, um Monster zu bekämpfen?
Wieso nicht? Ich könnte zu einem Helden werden, den alle großartig finden. Oh nein. Natürlich muss ich mich dann auch wie ein richtiger Abenteurer kleiden. Hier, wie gefällt euch mein Abenteurer-Outfit? Garfield, was für ein Outfit? Kommt schon, benutzt mal ein wenig eure Fantasie. Oh, cool. Nennt mich Muncy Smith, der Tapferste der Tapferen. Ich fliege jetzt nach Franistan und rette Lyman. Nur, wo ist nochmal mein Flugzeug? Ah, ich weiß schon. Das ist mein Superflugzeug. Vorsicht beim Start. Hey, Muncy! Wir sind hier in einem Wohnzimmer. Hast du das schon vergessen? Gut, dann mache ich daraus lieber mal eine Startbahn. Wow! Ah, besser. Hey, Garfield. Warte, nimm uns mit. Wieso nicht? Springt rein. Ja. Ich bin das Cha-Cha-Tier. Tanzen ist mein Elixier. Ich schwurfe gern, das sag ich dir. Komm, mach mit und schwing das Bein. So schwer kann das doch nicht sein. Ich spring jedes Tanzturnier. Ich bin das Cha-Cha-Tier. Ich mag den Cha-Cha-Cha. Oh yeah. Wie lange wird es dauern, bis wir in deiner Fantasie in Franistan ankommen? Ich kenne eine Abkürzung. Sie ist zwar ein bisschen ungewöhnlich, spart aber eine Menge Zeit. Tanzen ist mein Elixier. Ich mag den Cha-Cha-Cha. Ich schwurfe gern, das sag ich dir. Ich bin das Cha-Cha-Tier. Komm, mach mit und schwing das Bein. So schwer kann das doch nicht sein. Ich spring jedes Tanzturnier. Wir sind da. Das sind wir. Das letzte Mal gesichtet wurde der schreckliche Zabadu ungefähr dort. Also schön. Jetzt müssen wir ihn finden, den Zabadu. Garfield, was machen wir denn jetzt? Hab echt eine Schwäche für Fantasiesequenzen. Odie! Garfield, was ist denn hier los? Ups, wir haben John geweckt. Dann verschwinde ich wohl mal besser. Es ist so nervig mit Odies Heulen und ich dachte, ich hätte ein Flugzeug gehört. Mann, ich scheine wirklich eine ziemlich laute Fantasie zu haben. Odie, du siehst so traurig aus. Du hast wieder an Lyman gedacht, oder? Ja, mir fehlt er auch. Also weißt du, zuerst habe ich gedacht, wir könnten nichts tun.
Aber dann habe ich gedacht, wenn auch nur die geringste Chance besteht, dass Lyman lebt, müssen wir versuchen, ihn zu retten. Psst, Garfield, machst du dir keine Sorgen? Ich meine, das könnte echt gefährlich werden. Ob ich mir Sorgen mache? Ob ich mir Sorgen mache? Wird die Reise denn eine weitere Fantasiesequenz? Nein. Also in diesem Fall ja. Ich mache mir Sorgen. Kommt schon, Jungs. Liz fährt uns zum Flughafen. Was hast du denn? Bitte schön, nur da drin, Garfield. Snacks. Snacks? Brauchst du denn wirklich für den Ausflug nach Afghanistan so viele Snacks? Komm schon, schön schieben, Squeak. Was meinst du mit Ausflug nach Afghanistan? Die sind für die Fahrt zum Flughafen. Oh. Autsch. Auf Wiedersehen. Vergesst nicht zu schreiben. Wir werden gut auf das Haus aufpassen, während ihr weg seid. Passen wir wirklich gut auf das Haus auf, während sie weg sind? Eher nicht. Hm? Party, Leute! Mäusespaß! Wir geben Gas! Es kann steigen! Tanzen im Mäusereigen! Lass keine Maus rein in dein Haus, sonst ist's aus! Keiner ist da, wir sind alleine. Die Zeit ist reif für ein Buffet. Lass keine Maus rein in dein Haus, sonst ist aus. Der Dschungel mit dem Zabadu ist gut 100 Meilen vom Flughafen entfernt. Eine einheimische Führerin wird uns dahin fahren. Es heißt, sie weiß alles über dieses Gebiet und alles über den Zabadu. Ihr Name ist Angie. Angie, Angie, warte doch. Bleib stehen, damit ich mit dir reden kann. Ich arbeite nicht mehr für dich, Dirk. Ja? Kannst du erklären, wieso du das nicht mehr tust? Weil dein Abenteuerquatsch nicht dazu dient, Menschen zu helfen. Und Tieren auch nicht. Ja, jetzt kommst du wieder mit den Tieren. Du bist ein böser Mann. Und Geld ist alles, was dich interessiert. Was ist so verkehrt an Geld? Buckley, erklär's dir doch mal bitte. Das ist Buckley. Er hat jetzt deinen alten Job als mein Assistent. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, Geld ist doch etwas Gutes. Ich weiß. Ich muss ja schließlich auch Geld verdienen. Ich arbeite jetzt für einen Mann namens Arbuckle, der etwas über den Zabadu weiß. Wieso ist sie so kratzbürstig, Chef? Das weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich ihr mal was bezahlen müssen. Hör zu, wer auch immer dieser Arbuckle-Kerl ist, da er etwas über den Zabadu weiß, hängen wir uns an sie ran. Sie müssen Mr. Arbuckle sein. Und Sie müssen Angie sein. Und du musst Garfield sein. Und du musst Odie sein. Und ich muss echt hungrig sein. Komm schon, Odie.